Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Witcher 3. Was ist da oben für ein Symbol? Ach, ich hatte ja, stimmt, wir hatten in irgendeiner Folge, oder die letzte, die vorletzte, ich weiß es schon ja nicht mehr, diesen Skill aussehen, das Essen jetzt bis zum nächsten Mal, Hexer. 20 Minuten. Andauert, wirkt, wie auch immer. Wir müssen dahin? Nee, da müssen wir jetzt hin. So, bin ich jetzt hier richtig? Ich muss manchmal ein bisschen gucken. So, jetzt rennen wir einfach die nächste rechts und dann wieder links. So. Ich bin schick, mein Brüder. Ich bin schick, mein Prügel ist dick. Was? Was erzählt denn der da? Ich bin alles so leid. Schnauze. So, wir müssen jetzt zu den Wiegelboots. Wir sind ja hier immer noch in CSI Novigrad und jetzt erstmal CSI Wiegelboot. Wiegelboot, was für ein Name. So, Geralt, lauf! Alles klar. Was willst du? Ich will Patricia Wegelboot sprechen. Du glaubst wohl, jeder der hergelaufene Strolch könnte... Sie ist in Lebensgefahr. Lass mich rein, sonst hast du ihr Blut an den Händen. Wenn du dir das nur ausgedacht hast... Schmeißen Sie meinen Hintern hochkant raus! Und ich dachte, eine Wache sollte ihre Schützlinge beschützen, nicht ihren Hintern. Na schön. Ich bringe dich zu Herrin Wiegelboot. Aber keine Tricks, klar? Ja, die haben ja auch ihre Anweisung, wisst ihr? Oh, Geralt, das ist ja eine schöne Überraschung. Gar nicht schön. Ich muss deine Mutter sprechen. Ihr Leben ist in Gefahr. In Gefahr? Mach keine Witze. Ich habe Mutter heute Morgen gesehen. Sie war traurig, aber bei bester Gesundheit. Ich jage einen Serienmörder und ich habe Grund zu der Annahme, dass deine Mutter das nächste Opfer sein soll. Naja, selbst wenn. Unsere Wachen. Er ist besonders grausam, wenn er mordet. Er quält seine Opfer, schneidet ihnen das Herz raus. Sehen wir nach ihr. Nur zur Sicherheit, ja? Das ist doch alles kaum zu glauben. Aber es scheint dir ernst zu sein. Bitte folge mir. Hoi. Ein ideales Feuer für Ballantyne. Ist nur die falsche Jahreszeit. Ich sagte ja, dass Mutter mir traurig vorkommt. Weißt du noch? Tatsächlich steckt sie mitten in einer Glaubenskrise. Einer schweren. Wir waren in Novigrad. Da hat Mutter die Scheiterhaufen auf dem Platz des Hierarchen gesehen. Sie hat auf dem Heimweg kein einziges Wort gesprochen. Sie brachte alle heiligen Bücher, Insignien und Reliquien nach draußen und verbrannte sie. Dann hat sie sich eingeschlossen. Wir müssen uns beeilen. Hat sie jetzt fertig geredet? Siehst du, deswegen will der die umbringen. Weil die sich in der Kirche entsagt hat. Still und ruhig. Scheint alles in Ordnung zu sein. Wir sollten reingehen. Zur Sicherheit. Du bist hartnäckig, nicht? Gut. Aber warte hier bitte. Mutter ist sicher nicht in der Stimmung für Gäste. Ah! Er ist zur anderen Tür raus! Schnapp ihn! Ja, Lu, lass mir doch durch hier. Alter! Freunde! Komm schon! Her. Ausschwärmen! Der Mörder ist noch hier! Friss Dreck!
Tja. Halt! Sonst kriegst du einen Bolzen zwischen die Augen. Hör mal, ich bin der Falsche. Spar dir die Mädchen. Ich bring dich jetzt zur Erbin. Na schön. Der Mörder ist ohnehin weg. Zeig den Weg, du Held. Wir haben ihn, Herrin Ingrid. War nicht einfach. Nimm die Armbrust weg, bevor du dir wehtust. Der Mann ist unschuldig. Vergib mir, ich sah ihn rennen. Ich hielt ihn für den Mörder auf der Flucht. Hinter dem war ich her. Ich hätte ihn auch gekriegt, wenn du mir nicht reingepfuscht hättest. Geh mir aus den Augen, sofort! Mutter, warum hat er ihr das angetan? Warum? Weil sie das ewige Feuer gelästert hat. Das ist die einzige Parallele zu den anderen Opfern. Ingrid, ich weiß, dass es hart für dich ist, aber der Mörder hat bisher immer einen Hinweis zum nächsten Opfer bei den Leichen gelassen. Darf ich? Na schön, aber ich lasse dich mit ihr alleine. Ich will sie so nicht sehen. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Und sorge dafür, dass sie das letzte Opfer ist. Bitte! Blutergüsse, abgerissene Fingernägel. Sie hat sich verteidigt. Darum hat es wohl länger gedauert. Und er wäre fast geschnappt worden. Da haben wir es. Süße Nettie bei Krüppel Kati. Er wird dreister. Nicht nur ein Name, sondern auch eine Adresse. Diesmal kommt er nicht davon. Ah, okay. Könnt ihr euch schon mal selber durchlesen. Oder? Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer alles in seinem Weg verschlingt, vor niemandem nichts Halt macht. Das Feuer verbrennt alle Sünder. Ob sie Bettler oder Prinzen sind, ob Menschen oder Adlige, ob schwach oder mächtig. Wer seine Gebote bricht, wer die Ratschläge der Kirche nicht befolgt, wer die falschen Götter verehrt, soll in seinen Flammen zur Asche vergehen. Lebt in der Wahrheit des ewigen Feuers, hört auf seine heiligen Männer, denn sie sind eure Hirten, ein besorgter Bürger. Dieselben Wunden wie die anderen Opfer. Eine Untersuchung wäre Zeitverschwendung. Ich muss zur Krüppel, Kati. Schnell. Noch eine leere Formaldehydflasche. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch hier mal schnell mal. Na gut. Wir sind halt nur gründlich. Oh, guck mal, hier sind noch mehr, die heulen. Ich muss hier alles eben mal durchgucken. Lasst euch nicht stören von mir. Aber die Herren des Hauses hattet erlaubt. Aber hier gibt's ja doch Bücher. Gut, dann wollen wir mal raus. Wow, Vorsicht, Junge, nicht in den Feuer. Zur Krüppelkati. So. Ein langer Weg bis zum Haus. So, da sind wir. Da sind wir.
Machen wir mal dahin. Machen wir mal dahin. Hört sich auch gut an. So, und jetzt müssen wir da lang. Warum erst morgen kaufen, was du heute Güte. Schon kaufen kannst? Alles hier ist so riesig. Okay, hier sind ein Haufen Briefe hier noch irgendwo. Die wird er hier bestimmt irgendwo verteilt haben, dieses Schwein. Aber das macht sich ganz gut mit dem, Was für eine Missgeburt. Mit dem Essen jetzt. Oh. Die süße Nettie, wo ist sie? Oben, aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Schreiben oder bei mir. Du hast Gerald, der Monsterjäger. Brauchst du etwas, Meister? Ich habe ein wildes Herz. Willst du mich beißen, Wölfchen? Du hast kräftige Schenkel, Fremder. Warum rennt denn der jetzt hier? Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich. Dich wird gleich die ganze Stadt hören. Und schon wieder störst du mich, wo ich das doch so verabscheue. Eigentlich will ich mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Erzähl mir zuerst, warum du das machst. Zum Spaß. Es ist befriedigend. Man kann mit Huren viele befriedigende Dinge tun. Überwiegend traditionell. Es ist nicht nötig, sie zu töten, glaub mir. Wer redet denn von töten? Ich könnte nach ein paar Verbrennungen Schluss machen. Dritten Grades vielleicht, aber trotzdem. Diese rosige Haut wird bestimmt besonders knusprig. Spar dir die Lügen. Ich habe deine Opfer gesehen. Ich weiß, wie sie enden. Du hörst nicht auf. Es sei denn, jemand kommt dir in die Quere. So wie ich jetzt. Wovon sprichst du, verdammt? Von Mord. An Fabian Meyer, Patricia Wegelbuth und zahlreichen anderen. Schwachsinn! Du hast dich geirrt, Streuner. Ich habe eine Nachricht bei Patricias Leiche gefunden. Die hat mich hierher geführt. Zu Krüppel Kati und der süßen Nettie. Wenn du sie nicht hinterlassen hast, wer dann? Weiß ich nicht. Aber ich sehe, dass wir reden müssen. In Ruhe. Wer wusste, dass du hier sein würdest? Ich hänge diese Ausflüge nicht an die große Glocke. Stell dir vor. Es gibt nur einen Mann, der... Aber das ist doch nicht möglich. Der fasst doch sogar Leichen mit Samthandschuhen an. Der Leichenbeschauer. Er hat gesagt, du wärst beschäftigt. Dass du nicht in die Leichenhalle kommst. Ich muss ihm nach. Geh, aber zum Lagerhaus 12 bei den Docks. Da ist er um diese Tageszeit. Material beschaffen. Formaldehyd. Ich bleibe hier. Ich habe mit der süßen Nettie noch eine Rechnung offen. Schließlich habe ich im Voraus bezahlt. Du wirst sie losbinden, deine Börse auf den Tisch legen, verschwinden und niemals zurückkommen. Ja, mach ich. Guter Junge. Okay, der Typ ist es. Der ist ja sowieso schon so verdächtig. Wo geht's denn hier runter? Fehlt nicht mehr viel, dann hänge ich den Beruf an den Nagel. Wem willst du nageln? Schwer zu sagen, soll ich noch gleich hier treiben oder bei mir? Du hast die Wahl. Nee! Leute, helft mir! Hey, Yaki, du bist der Älteste. Also sag uns, was machen Uhren eigentlich genau? Tja, mein Papa will ich jetzt mir nicht. Erzählt, dass sie Dinge tun, machen die Mama schnell. Nicht tun würde. Kein Brot, ich muss. Kein Geld. Arm wie Scheiße. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Dann wollen wir mal gucken, wa? Dann ist ja jetzt, Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Genau. Du bist Hilfe. Rette mich. Ich sterbe. Pass auf, Penner. Mit dem stimmt irgendwas nicht. Ohne Scheiß.
Na, ist das Formaldehyd alle? Ich hab dich unterschätzt. Fast hättest du mich auf frischer Tat erwischt. Dann hast du meinen kleinen Trick mit Nathaniel durchschaut. Aber alles weißt du nicht. Sonst hättest du das Silberschwert gezogen. Wer? Was bist du? Ein Vampir. Ein höherer natürlich. Hast du einen Grund zum Töten und zum Foltern? Ich dachte, darauf kämst du auch. Die Symbolik ist doch offensichtlich. Kohle für die, die blind für das Feuer sind. Das feuergeborene Ei des Salamanders ersetzt das kalte, ketzerische Herz. Feuer für die Kehle, die... Ja, die Symbolik ist klar. Aber warum tötet ein höherer Vampir im Namen des ewigen Feuers? Das ist doch ebenso offensichtlich. Ich teile die Diagnose der Kirche. Novigrad ist eine gefallene Stadt. Die Bewohner haben die grundlegendsten Konzepte von Moral und Anstand vergessen. Ich erinnere sie daran. Auf eine Art, die zuverlässig wahrgenommen wird. Verdrehte Logik. Und doch Logik. Ich bin froh, dass du wenigstens das siehst. Feuer bekämpft man mit Feuer, heißt es. Denk an meine Opfer. Ein Schnitzer, der sein letztes Geld mit Huren durchbringt. Eine alte Gräfin, die die Symbole des Glaubens entweiht. Eine Bardin, der nichts heilig ist und die alles lächerlich macht. Sie haben nicht verdient zu leben, und im Tod konnten sie anderen eine Lehre sein. Sie aufwecken und auf den rechten Pfad zurückscheuchen, den des Feuers, der Reinigung und der Erlösung. Für dich ist es zu spät, fürchte ich. Du bist ein Mann von schwachem Glauben. Das kann ich spüren. Aber mit dem Schwert bin ich nicht schlecht. Nicht schlecht reicht immer. So, jetzt gucken wir mal hier. Was war hier nochmal? Eine höhere Vampire. Hier ist ein höherer Vampir. Da brauchen wir Vampiröl wahrscheinlich. Und Igni. Dann werden wir uns mal hier schnell an unsere Fiolen zu schaffen machen. Silberschwert. Siehst du, da ist schon wieder diese stumpfe Stahlwaffe. Ich werde doch hier bald zum Schwein. Letztens habe ich noch gesagt, hier so, du Holzschwert, da bin ich eine Weile mit rumgerannt. Ja. Siehst du? So. Igni. Alter. Gio's Schwert. Ich hab ja hier keinen. Na komm schon. Alter, das ist ja richtig gut, dass das hier so. Verdammt, bist du hässlich. Jawohl. Also mit dem Essen jetzt, dass das so lange anhält, das ist ja mega, mega geil. Und wir haben ja ein Relikt gekriegt. Lass mal gucken. Na, schlechter. Huberdreck. Rick. Sprich mit Rittersporn über Priscillas Zustand. Gegen mal da hinten. Wetet darin. Sehr gut. Hier waren wir, glaube ich, schon mal gewesen. Hier habe ich schon mal das Lagerhaus ausgeräumt gehabt. Alles klar, würde ich sagen. Solange ich nicht auf See bin, kannst du ruhig schicken. Damit hätte Horatio von Riva
diesen CSI-Fall gelöst. War eine interessante Queste. Sehr interessante. Aha. Ah, Scheiße. Was steht denn der da oben? Wieder mal Regen. Ist doch ja nicht an hier. So. Könnt ihr euch wärmen. Ich kann euch dieses Feuer wärmstens empfehlen. So. Lassen Sie mich durch. Brauchst du etwas, Meister? Nö, im Moment nicht. Wo gehst du hin? Zu Rittersporn. Ins Chamäleon. Mal gucken, wie Priscilla geht. Mein Gott. Ist das überhaupt in der Stadt? Nicht, dass ich hier woanders jetzt rauskomme. Ich schaffe es wirklich hier in dieser Frühschichtwoche hier jeden Tag 2 Folgen aufzunehmen. Ich bin ja begeistert. Ich weiß, wer das Quartier der Hexenjäger niedergebrannt hat. Ja. Aber keine Sorge. Nach dem Regen kommen die Schnecken raus. Wir fangen welche in ein Rennen. Was ist mit Junge? Alter, der Drehschnitt hier. Hey, Halsabschneider! Was ist? Sofort Maul oder was? Verpiss dich, Arschgesicht! Was ist, grauer Junge? Suchst du nach einem Abenteuer, grauer Junge? Schade, dass man die nicht provozieren kann. Gib mir nur einen Grund, gib mir nur einen Grund. Trinken wir, es wird schon Abend. Bam, 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 bam. Nee, sind wir falsch, oder? Nee. Wir sind hier im Krankenhaus. Okay. Priscilla, wo bist du? Ja, Geralt? Kennst du eine Frau namens Shani? Ach, Shani. Shani werden wir noch kennenlernen. Aus den Büchern bekannt. Ist eine Freundin von Geralt. Das Ärztin Shani ist, kommt in Herz aus Stein, Heart of Stone, in der DLC-Erweiterung. Ich kenne noch eine Chirurgin von der Oxenfurt Akademie, sie heißt Shani. Kennst du sie? Kurze rote Haare, Sommersprossen. Und hoffnungslos idealistisch. Natürlich kenne ich sie. Sie war ein Jahr lang meine Assistentin. Weißt du, wo sie jetzt ist? Meine Leute sagen, sie würde irgendwo an der Front Pikiniere zusammenflicken. Ich habe ihr gesagt, dass es zwecklos ist. In der Zeit, in der sie 100 rettet, sind 1000 weitere gestorben. Aber mit überzeugten Ärzten kann man nicht diskutieren. Warum ist die Universität in Oxenfurt geschlossen? Weil es Radovid so gefällt. Hast du die Geschichte nicht gehört? Der Rektor wollte ihm einen Ehrendoktortitel verleihen. Die Fakultät war dagegen. Radovid erschien dennoch zur Zeremonie, legte eine Robe an, nahm seine Urkunde entgegen und als es vorüber war, warf er die Dekane und den Senat in den Kerker, damit sie keinen Rabatz machen. Ich war seitdem im Wilmerius-Hospital. Vielleicht ist es das Beste. Ich bin mit dem Skalpell einfach besser als am Rednerpult. Diese Morde. Hast du Verdächtige? Nein, Geralt. Obwohl ich welche haben sollte. Wie meinst du das? Dank meines Berufs kenne ich die Unterwelt von Novigrad recht gut. Ich hatte schon Dutzende von Söldnern, Halsabschneidern, Banditen und Meuchelmördern auf dem Tisch. Schurken allesamt. Aber ich glaube, nicht mal die könnten so töten. So grausam. Und doch so kalt, methodisch und präzise. Um es kurz zu machen. Ich habe keine Ahnung, wer dahinter steckt. Aber ich finde sie zum Fürchten. Hubert hat mir von deiner Vergangenheit erzählt. Noch lebendiger, als ich gedacht hätte.
Ich habe keine Zeit für Rätsel, Geralt. Spuck's aus oder geh. Stimmt es, dass die Aufstände in der Universität Leben gekostet haben? Dass Leute für deine Sache gestorben sind? Ich war jung und dumm. Ich dachte, eine bessere Zukunft wäre jeden Preis wert. Auch ein oder zwei Menschenleben. Aber das sind Sünden der Vergangenheit, für die ich gebüßt habe. Ich habe den Mörder gefunden und getötet. Es war Hubert. Du hattest recht, ihm nicht zu trauen. Er war ein höherer Vampir. Ich dachte, in Novigrad könnte mich nichts überraschen. Ich habe mich wohl geirrt. Gründlich. Danke, Geralt. Wärst du nicht gewesen, hätte das nie aufgehört. Das alles, was er dazu sagt, mehr nicht. Ich meine, der war sein Lehrer und ist in den ganzen Jahrzehnten nicht gealtert. Da muss doch von alleine irgendwie drauf kommen, dass da irgendwas nicht stimmt. Du arbeitest da vielleicht tagtäglich, siehst den tagtäglich. Du wirst immer älter und der bleibt so. Und kommt mit so komische Ausreden von wegen hier, Arbeit mit Leichen hält jung. Naja. Leb wohl. Wie geht es besser? Stimmt's? Ja. Ja. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja, auf Hexerart. Danke, Geralt. Von mir und Priscilla. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Kümmere dich gut um sie. Das werde ich. Du wirst sehen. Ich kümmere mich besser um sie, als es die Dryaden im Brokilon täten. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden. Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe. Ritter, Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Wunderbar. Alles Gute, Ritter Sporn. Auf der Bühne und auch sonst. Sehr schön. Tut mir leid, Geralt. Mein Hals ist immer noch... Schon gut. Werd bald gesund. Kann ich mit dem nochmal reden? Geralt? Ja, Geralt? Okay. Leb wohl. Gut, Freunde. Würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Das sollte mit CSI Novigrad gewesen sein. Wir werden jetzt mal gucken, was wir als nächstes machen. Und dann werden wir mal sehen. Ja, ich würde sagen, haltet die Ohren steif und wir sehen uns hier hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.